der Bomber. Es war noch im Krieg, und zwar an meinem Geburtstag, am 18. März 1944. Meine Mutter hat am Mittag einen Kuchen backen, da ist Luftalarm gekommen, normalerweise hat man da in den Keller mein, aber die Mutter und ich sind aus auf den Balkon von unserer Wohnung im dritten Stock. Da sind am blauen Himmel ganze Pulks von amerikanischen Bombern gekommen, Hunderte und Aberhunderte in geschlossener Formation, einer neben dem anderen, immer ein Quadrat voll, so an die 30 Stück, dann ein wenig Abstand und wieder ein Quadrat, der ganze Himmel voll und der Boden hat zittert von dem Motorenlärm. Man hat später gehört, dass es 500 amerikanische Liberator Langstreckenbomber waren, Selle, wo von einem Großangriff auf Friedrichshafen am Bodensee zurückgekommen sind und Richtung England zu ihrer Basis geflogen sind. Da haben wir einen einzelnen deutschen Jäger gesehen. Seller hat sich in seine Fliegerwolken hingeschmissen. Wir haben den Luftkampf direkt über Lohr prima beobachten können. Die Garben von der Maschinengewehr haben eine helle Spur hinterlegt. Wir haben gesehen, wie ein Bomber getroffen worden ist, wie Seller mit einer Rauchfahne abgestürzt ist und wie Fallschirme aufgegangen sind von der amerikanischen Besatzung. Seller Flieger ist dann bei der Edamer Hütte aufgeschlagen. Dann ist ein zweiter Bomber von dem deutschen Jäger getroffen worden. Auch dort hat man Fallschirm gesehen und sein Flugzeug ist am Helgesteckli abgestürzt. An den Absturz von noch einem Bomber kann ich mich noch gut erinnern, weil ich dortmals als einer der Ersten an der Absturzstelle war. Aus dem Tagebuch von meinem Vater und aus noch ein paar Unterlagen habe ich das Datum rausgebracht. Es war der 27. April 1944. Ein englischer Bomber von Typ Lancaster ist von einem deutschen Nachtjäger kurz vor Mitternacht über Lohr abgeschossen worden und ist in einem riesigen Feuerball brennend Richtung Burgen gestürzt. Auch diesen Absturz haben wir vom Balkon aus beobachtet. Ich habe ans ältere Haus dort oben gedacht, habe während dem Alarm mein Fahrrad geschnappt, meine Mutter und der Vater haben mir noch nachgebrillt, aber ich bin Burgumer Strassen aufgefahren, hab die Rauchfahne hinter der Burgumer Kirche gesehen, bin wieder nuf bis zum Friesamer Weg und dort ist er gelegen, der Bomber, in einem riesigen Krater, dort, wo heute die letzten Häuser stehen, wenn man auf der Höhe Richtung Friesene geht. In einem Baum knapp über dem Boden ist ein Toter an einem Fallschirm gehängt. Es war außer mir noch niemand da. Die Volkssturmmänner sind erst später gekommen. Der Flieger hat nur hinten brennt, das Cockpit war teilweise verbrochen. Ich habe das Fahrrad hingeschmissen, bin zu seiner vormals verglast Kanzel, da sind zwei tote Piloten über den Sitz gehängt. Und weil mir Buben dortmals immer etwas Verwertbares gesucht haben, da habe ich von diesen Schalthebel die runden schwarzen Hartgummiknöpfe abgeschraubt, habe sie in den Sack gesteckt, bin niedergerannt zu dem Baum und habe dem Toten, wo fast am Boden gelegen ist, mit meinem Sackmesser ein Teil von seinem seidenen Fallschirm abgeschnitten. Dann sind Leute angerannt gekommen, ich bin stiften gegangen und in dem Moment ist der ganze Bomber in die Luft geflogen, weil noch Munition drin gewesen ist. Das war der Krieg. Heute nehme ich zum Vorstellen. Wir Kinder haben damals alles unternommen, um etwas zu essen zu kriegen. So ein Lichtsinn hätte mich das Leben kosten können. Wir haben damals gar nichts dabei gedacht und meine Mutter hat aus dieser Seite von dem Fallschirm Hemder für die ganze Familie genäht. Die Kugel aber aus der Fliegerkanzel habe ich noch Jahre gehabt, weil die so schön gekupst sind und weil das Bell dortmals noch keine gegeben hat. In der gleichen Nacht ist, auch von einem Nachtjäger, ein Bomber vom gleichen Typ über dem Ortsteil Riechenbach abgeschossen worden. Seller ist in den Giesenwald gestürzt, nachdem ein Flegel abgebrochen ist und ist explodiert. Die ganze Besatzung von 7 Mann ist dabei ums Leben gekommen und ist auf dem Friedhof in Riechenbach beerdigt worden. Die Vorahnung. Am 21. Juli 1943 sind wir, meine Mutter, mein Vater und ich mit den Fahrrädern nach Riechenbach zum Pilzsuchen gefahren, und zwar zwischen Bruggerhof und dem Gerolzeck.
So steht's im Tagebuch von meinem Vater. Am Nachmittag hat meine Mutter auf einmal laut geschrien, hat sich ans Herz gefasst und ist am Boden gelegen. Wir sind gleich hingerannt, da hat meine Mutter gesagt, jetzt, in dem Moment, wäre der Hans Eberhard, mein Bruder, gefallen. Sie hat's genau gespürt. Sie hat angefangen zu heilen und hat nicht mehr aufgehört. Da hat mein Vater versucht, sie zu trösten, dass sie sich das doch nur inbildet hat, weil sie keine Nachricht von ihm hat und dass man auf so Sachen nichts gehen soll. Aber die Mutter hat sich nicht beruhigt, wir sind heimgefahren und den ganzen Weg hat die Mutter geschluchzt. Das Vorkommnis hat der Vater, selber eigentlich ein nüchtern, denkender Mensch gewesen ist, ganz genau in sein Tagebuch geschrieben. Auch mit der Uhrzeit. Ein Monat später war's. Da hat's bei uns im dritten Stock am Abend klingelt. Der Vater hat aufgemacht. Er war schon vom Geschäft daheim. Da sind draußen im Treppenhaus zwei Männer gestanden. Einer in Uniform, der andere in Zivil. Der mit der Uniform hat den Arm zum Hitlergruß erhoben und hat in schneidigem Ton gemeldet, dass mein Bruder für Reich und Vaterland als Held in Russland gefallen wäre und er hat dem Vater ein Schriftstück überreicht. Da hat sich der andere vorgeschoben, hat gestrahlt und hat mitteilt, dass der Vater im Lotto eine hohe Summe gewonnen hat und hat auch ein Papier hingestreckt. Da hat der Vater wie in Trance deinen Glücksbringer an den Gurgel gepackt und hat ihn die obersten 5 Stufen von der Treppe nachgeworfen, dass er auf dem Podest liegen geblieben ist und hat gesagt, das Geld könnt ihr selber behalten. Schicksal hat ihn damit ausgelacht. Vor dem in Uniform aber hat der Vater salutiert und hat kein Wort mehr geschwätzt. Die Mutter aber hat drinnen alles gehört und ist zusammengebrochen. Wortlos hat der Vater sein Tagebuch geholt und der Todestag war genau selber Tag, an dem meine Mutter den Stich in der Brust gefehlt hat. Wahrscheinlich hat auch noch die Uhrzeit gestimmt. Seither waren meine Eltern nicht mehr so abwesend, wenn einer etwas über Vorahnungen erzählt hat. Und wo uns der letzte Feldpostbrief von meinem Bruder erreicht hat, da war der Gedicht drin, das er ein paar Tage vor seinem Tod geschrieben hat, indem er seinen frühen Tod mit 20 Jahren vorausgeahnt hat. Kasperli Theater. Gegen Ende vom Zweiten Weltkrieg im Frühjahr 1945, da haben Franzosen mit Artillerie nach Lorning geschossen und alles hat in den Keller mein. Einer von den grössten Kellern von Lohr war im Lutzbeckhof und der Zugang war dort, wo ehemals die Schreinerei Bruns war, später die Schreinerei Peugert. Man ist erst Stufen aufgegangen, aber dann endlos fiel hinab in riesige, gewölbte Keller. Wo die erste Granate nach Lorning geflogen sind, da war es mein Vater, der gleich kommandiert hat, Bäder abbauen und never in den Lutzbeck-Keller. Und wo die Nachbarn das gesehen haben, dann haben auch die ihre 7 Sachen gepackt und sind umgezogen. Innerhalb von 2 Tagen waren dann hunderte von Lorer in dem Keller drunter, Bett an Bett in langer Reihe. Es war jede Nacht ein Schnarchen und Säge, dass die gegenseitige Vorwürfe an der Tagesordnung sind. Die Kellerfenster sind nach Westen hin vom Volkssturm mit dicken Betonklötzen zugestellt worden und mein Vater hat Männer im Keller in Brandwache einteilt. Plötzlich in der Nacht hat es ein riesiger Knallton und man hat auf einmal wieder den Himmel durchs Kellerfenster gesehen. Eine Granate ist genau auf seller Betonklötz geflogen, seller, wo über meinem Bett vor dem Kellerfenster aufgestellt war. Wäre der nicht da gewesen, dann wäre die Granate direkt in den Keller in mein Bett geflogen und ich könnte das Geschichtli heute nicht mehr schreiben. Und weil alle Kinder dann so geschrien haben vor Angst, da hat mein Vater aus Laden vom Schreiner oben ein Kasperli-Theater gebaut, hat Laden verkleidet mit einem schwarzen Tuch, hat von der Wohnung die Figuren geholt, die er schon vorher geschnitzt hat, der Kasperli, B.S. Hex, der Pfarrer, der Polizist, ein Hundli aus Plüsch, die Requisite zum Aufsteigen auf den Schienen, am unteren Rand, also Bäume, Laterne, Kulisse von Hieser, alles vom Vater aus Karton ausgeschnitten und angemalt,
dazu ein Vorhang für die Beine. Und die viele Geschichtli fürs Theater spielen, Sally hat der Vater schon vorher für mich erfunden und hat sie aufgeschrieben. Er hat sich jetzt in das Kasperli-Theater hingesetzt und hat mit verstellter Stimme vor deinen vielen Kindern und auch vor deinen Erwachsenen lustige Geschichtli erzählt. Er hat es fertig gebracht, dass alle mit staunenden Gesichtern und mit leuchtenden Augen da geguckt sind und alles vergessen haben. Der Krieg, die Granaten, die Explosionen und das Ingesperrtsein in einem tiefen Keller. Noch heute werde ich von vielen angesprochen, die damals Kinder gewesen sind und sich noch gut an das Theaterspielen erinnern können. Wo der Kasper einem Kerl den Ranzen verhauen hat, selber wo die Schlechtigkeit auf der Welt dargestellt hat. Sally ist aber leider auch heute noch da. Vom Hase züchten. Wo ich noch in der Schule war, also noch während dem Krieg, da sind wir als in ein Schullandheim verschickt worden, einmal nach Herrenalb, das andere Mal nach Schenkenzell. Dort sind wir ein wenig aufbäbelt worden mit Haferschleimsuppe, mit einer Kakaobrühe und mit Grießbrei. Seller war so dick, dass man nicht hätte schneiden können. Wir haben viel Bäden mit und waren natürlich dem Führer besonders dankbar, weil der beim Danken immer vor dem lieben Gott gekommen ist. Dort in Schenkenzell haben wir dann Räuber und Gendarm gespielt und ich war natürlich, weil ich gut habe rennen können, der Räuber, den die anderen haben fangen müssen. Da bin ich über so einen breiten Graben gehopst, barfußig, und bin auf der anderen Seite auf einen Stein gesprungen, der oben eine scharfe Kante hatte. Da hat es mir die ganze Fußsohle aufgeschnitten und sie haben mich zum Doktor tragen müssen. Der hat mir den Fuß zusammengeknallt, aber für mich war nichts mehr mit rumrennen. Ich bin halt den ganzen Tag im Bett gelegen und es war mir langweilig. Da haben mir meine Kameraden so ein kleines, weißes Häschen mit roten Augen in einem Käfig geschenkt und das habe ich den ganzen Tag anschauen können. Wo die Erholungsferien jetzt end waren, da bin ich wieder heimgekommen, habe ein wenig gekumpelt mit dem Verband um den Fuß und mit dem Hasekäfigli unterm Arm. Meine Mutter hat gejammert, wo mir jetzt das Häsli hin tun sollte, aber ich habe gleich eine Idee gehabt. Unterm untersten Balkon in unserem Haus war so eine Art Höhle, wie wir gesagt haben, dort habe ich das Häsli untergebracht und ich habe auch gleich einen größeren Stall gebaut. Noch habe ich gedacht, das Häsli kann ja nicht so allein sein. Ich kaufe mir Kollegli. So habe ich es gemacht. Das andere Häsli war so schön hellbraun und hat schwarze Augen gehabt. Ich habe jeden Tag Grünfutter geholt und die Häsli sind größer und größer geworden. Aber an einem schönen Tag hat es in dem Käfig von meiner Hase plötzlich gewuselt vor lauter kleinen Häsli. Aus mangelnder Erfahrung habe ich ein Männli und ein Weibli aufgezogen und jetzt habe ich gleich noch mehr Ställe bauen dürfen. Und jetzt ist der Geschäftssinn in mir erstanden. Erstens habe ich angefangen, mit meinen Häsli zu duschen, gegen andere Häsli oder etwas anderem, denn wir haben es nie fertig gebracht, unsere Häsli zu essen oder gar tot zu machen. Und zweitens habe ich meinen Häsli den Hochsprung beigebracht und habe von meinen Spielkameraden Eintritt verlangt. Im Garten habe ich ein Parkour aufgebaut, habe Brickli bestelt und über die sind meine Hase gehopst, weil ich ihnen dahinter Futter hingelegt habe und ich habe den Eindruck gehabt, es hat ihnen selber am meisten Spass gemacht. So war das meine erste Geldquelle und zwar dann der Anfang von einer Haufen anderer Ideen.